Und hallo zurück zu einer neuen Folge von The Evil Within 2. Und wir versuchen, einen Weg aus dem Rathaus zu finden, nachdem uns die geile Obscura durch die Flure hier gejagt hat. Natürlich ist die Munition, die wir bekommen konnten, jetzt nicht mehr da, ne? Das ist so klar. Gucken wir mal schnell hier ins Räumchen. Aber ist hier auch nichts mehr. Okay. Gut, dann verlassen wir mal diesen Ort des Grauens. Was haben wir hier? Das ist derselbe Raum, ne? Alles klar. Wo war die Tür? Ich habe doch irgendwo eine Tür gesehen. Ach, da hinten. Alles hell und freundlich. Da sehe ich was leuchten. Puh. Hier kommen wir nicht rein. Hier auch nicht, okay. Da ist noch ein Kräutchen. Geht's denn hier irgendwo runter? Oh, hier gibt's Zeug. Das ist gut. Danke. Hier liegt noch was. Bericht Nummer 00213, Unions Gesellschaft. Betreff: Erhalt der gesellschaftlichen Fassade. Um eine zufriedene und fügsame Bevölkerung zu gewährleisten, müssen wir bürokratische Systeme einführen und die Illusion von Produktivität verstärken. Zu diesem Zweck werden folgende Maßnahmen ergriffen. Ein Rathaus wird eingefügt, um einen Regierungssitz darzustellen. Jeder Einwohner muss eine Reihe von Lizenzen beantragen, die mehrere Formulare und entsprechende Gebühren erfordern. Inhalt noch in Arbeit, Fabrikationsteam entwickelt. Es findet eine Bürgermeisterwahl statt, bei der die Einwohner zwischen zwei Operatives unserer Wahl entscheiden können, auf Grundlage bestehender standardisierter Wahlvorgänge aus der Realität. Neue Union-Erweiterung behält bei den Gebäuden den Americana-Style bei Stil, jedoch um 30% retrogradiert, damit die Einwohner ihr Zuhause optimieren und individuell gestalten können. Diese neuen Maßnahmen sollten dazu beitragen, dass die Bevölkerung ruhig und angepasst bleibt. Eine gefügige Bevölkerung wird bei der Erweiterung von Union helfen, die letztendlich genug Einwohnergedächtniseinheiten erzeugen wird, um Phase 2 zu erreichen. Entschuldigung, ich finde die Texte tatsächlich ein bisschen schwierig zu lesen. Durch die Englisch-Deutsch-Mischung, da habe ich immer so meine Probleme. Hier ist noch... Oh, hier ist was. Noch eine Spritze. Jetzt ist die natürlich voll, dann kriegen wir uns eine rein und nehmen die mit. So. Bisschen Munition wäre schön. Bisschen Schießpulver, irgendwas in der Richtung wäre halt super. Oder auch ein Schlüsselchen, was ich wieder nirgendwo finden kann. Unglaublich, dass diese Mistkerle Lilly als eine Art Versuchskaninchen benutzt haben. Und dann so dreist sein, mich zu schicken, um ihr Chaos zu beseitigen. Wie ein richtig kranker Scherz. Sowas von... Nochmal schnell hier unter die Treppe. Nein. Okay. Wo geht's da lang? Hier ist auch nichts. Hier ist eine Tür, da können wir vielleicht rein. Oder müssen wir da rein? Was ist denn das hier für ein Flur? Moment kurz, ich gehe nochmal zurück.
Wäre die offen? Die wäre auch offen. Okay, dann gucke ich doch mal kurz in den Flur. Entschuldigung. Ah, hier sind wir. Okay, hier kommen wir raus. Ich gehe nochmal ganz kurz hier rein. Der Typ ist jetzt weg, ne? Und auch sonst gibt's hier nichts zu sehen. Oh, guck mal da. Sehr schön. Juhu. Nimm ihn. Cool. Wir haben zwei Schlüssel, das ist gut. Gut, dann glaube ich, gibt es hier noch weiter nichts. Dann bin ich zufrieden mit dem, was wir haben. Muss ich ja sein. Dann sehen wir mal zu, dass wir hier rauskommen von diesem schrecklichen Ort. Die Spritze ist immer noch da, die können wir aber leider nicht nehmen. Und diese ganze Munition, die wir nicht einstecken konnten, das ärgert mich so sehr immer. Die ist auf einmal weg. Naja, wie auch immer. Verdammt. Der Mistkerl hat Lily immer noch. Und jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Wir haben den Kontakt mit dem Marker wiederhergestellt, Agent Kidman. Wurde auch Zeit. Stellen Sie ihn durch. Sebastian? Sebastian, bist du da? Kidman. Endlich. Alles in Ordnung? Dieser Psycho läuft hier immer noch frei rum. Der Emitter scheint ihn verlangsamt zu haben. Aber er ist entkommen. Und er hat Lily. Sie hat bestimmt schreckliche Angst. Ich muss sie finden, bevor er ihr etwas Furchtbares antut. Ich bin so nah dran. Ich kann es spüren. Wir wollen sie genauso sehr finden wie du, Sebastian. Ja, natürlich. Euer wichtiges Experiment soll ja bloß nicht fehlschlagen. Es wäre eine Tragödie, all die Zeit und das Geld zu vergeuden. Ich habe für mich gesprochen, nicht für Mobius. Ich habe beim Testen viel Zeit mit Lily verbracht. Sie ist ein gutes Kind. Ich will nicht, dass sie leidet. Ich weiß, wie schlecht es steht. Aber ich habe Vertrauen in dich. Konzentrier dich auf die Aufgabe, dann können wir sie retten. Gemeinsam. Ja. Okay, du hast recht. Danke für die Motivation, Kidman. Mach dir keine Sorgen. Jetzt müssen wir herausfinden, wohin er sie gebracht hat. Er sagte, sein Name wäre Stefano. Stefano. Verstanden. Ich schaue, was ich herausfinden kann und schicke es dir dann. Okay. Ich schau mal bei O'Neill vorbei. Vielleicht kann er mir helfen, diesen Psycho zu finden. Guter Plan. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Und Sebastian? Ja? Viel Glück. Danke. Wohin hat er sie gebracht? Ich habe es wohl gerade rausgefunden. Er versteckt sich nicht besonders gut. Fast so, als ob er mich verspotten würde. Tja, wenn er einen Kampf will, dann kriegt er ihn. Ich muss nur einen Weg dorthin finden. Okay. O'Neill, ich bin's. Der Stabilisierungsemitter ist also wieder in Betrieb? Sagen Sie, dass Sie den Kern gefunden haben und zurückkommen. Nein, dieser Irre hat sie immer noch. Aber ich habe eine Idee, wo er sein könnte. Ja, ich sehe es auch. Ich empfange wieder das Signal, aber jetzt kommt es aus dem Theater im anderen Teil der Stadt. Okay. Wieder durchs Mark, schätze ich. Ich brauche vielleicht Hilfe.
Bin dabei. Der Emitter scheint dort einige Durchgänge stabilisiert zu haben. Ausgang D5 dürfte am nächsten beim Theater liegen. Ich bin nicht sicher, was Ihnen dort begegnen wird. Passen Sie auf. Mittlerweile überrascht mich gar nichts mehr. Kapitel 6. Die Jagd ist eröffnet. Durchquere das Mark und suche nach Ausgang D5. Ja, wir gehen jetzt aber erstmal speichern. Bevor hier wieder irgendwas abstürzt und ich wieder von vorne anfangen muss. Ich war ja froh, dass ich die Troller hier nicht nochmal machen musste. Wir müssen ja sowieso da lang. Wir gehen mal eben da lang. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Hey, ich speichere jetzt erstmal, bevor das Spiel abstürzt. Hier haben wir auch irgendwas. Wie cool das einfach aussieht. Es ist so cool. Tasche verbessert. Yay, zusätzliche Spritzen. Wie schön, dass wir die eine nicht mitnehmen konnten. Wobei die ja nicht weit weg ist, ne? Wir werden schon noch eine Spritze kriegen. Wir gehen jetzt erstmal zurück zum Häuschen. Ist mir sicherer. Ach, er ist wieder auf dem letzten Loch hier. Moment. Zeit. So. Kaffee gibt's gleich, Sebastian. Wir gehen erstmal durch den Spiegel. Wie viel Gel haben wir denn? 5.000, ich glaube, das können wir uns sparen, ne? Ich glaube, für 5.000 Gel kriegen wir nicht besonders viel. Das sparen wir uns lieber. 175 Waffenteile. Wir könnten zumindest ein bisschen Munition herstellen, vielleicht. Immerhin. So. Dann machen wir uns einen neuen Explosivbolzen und eine Spritze. So. Und das war es auch schon wieder. Das gibt's doch nicht. Ja, und für die 175 Waffenteile? Schauen wir mal. Für 40 können wir mal die Feuerrate von der Schrotflinte ein bisschen erhöhen. So. Und meinetwegen auch von der Waffe hier. So. Das reicht leider nicht. Die Feuerrate vom Scharfschützengewehr ist eigentlich unnötig. Dann gucken wir mal lieber nach unseren Bolzen. Die haben uns ja doch ein bisschen geholfen. Aber auch da können wir gerade nichts mehr groß tun. Gut, okay. Wir hatten zwar jetzt zwei Schlüssel, die habe ich vergessen, aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wir trinken jetzt erstmal hier ein Käffchen. Der mit dem Verwöhnen auch.
Ach ja. Ich glaube, nach dem Erlebnis hat er sich einen Kaffee verdient. Dann speichern wir mal. Und gehen mal zurück. D5. Okay. Das muss der Durchgang sein, den O'Neill erwähnt hat. Schön. Wie das auf einmal immer geht, ne? Na, wenigstens müssen wir nicht mehr durch diesen... Lily? Ich werde hier noch verrückt. Ja, frag mich mal. Moment. Moment, ich hab's gleich. Oh Gott, das hasse ich ja, ne? Entweder klappt's sofort oder gar nicht. Na, oh, komm schon. So, meine Güte. Mhm, das sieht doch gut aus. Ein paar Waffenteile. 1000 Gel, schön. Das war's. Ah, hier ist noch ein Metallrohr, okay. Wir haben jetzt die Tür auf. Naja, gut, 1000 Gel, ey. So, aber der hatte doch was mit seinem Kommunikator da, ne? Ah, ich höre schon wieder unsere Freunde. Tasche verbessert für Pistolenmunition. Das ist sehr schön. Das hätten wir vorher gebrauchen können. Bisschen Schießpulver. Ein paar Waffenteile. Okay. Na toll. Mensch! Gerade noch eine Tasche verbessert, ey. Stehst du auf? Der war aber gemein. Okay, wir haben also wieder unsere Freunde, die Zombies. Und ich würde sagen, bevor wir hier weitergehen, dem Knurren hinterher, sage ich, passt auf euch auf. Bis zur nächsten Folge von The Evil Within 2. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und gehabt euch.